Rainer Maria Rilke hat geschrieben, wir müssen unser Dasein so weit, als es irgend geht, annehmen. Annehmen. Alles, auch das Unerhörte, muss darin möglich sein. Das ist im Grunde der einzige Mut, den man von uns verlangt. Mutig zu sein, zu dem seltsamsten, wunderlichsten und unaufklärbarsten, das uns begegnen kann. Dieses Zitat steht in dem Buch Wendepunkte des Lebens, den eigenen Weg vertrauen, von Gernot Candolini. Für Gernot Candolini ist die Botschaft des Labyrinths ein Lebensthema, eine Berufung. Geboren ist Gernot Candolini 1959. Er ist verheiratet, Vater von zwei Töchtern. Studiert hat er Biologie. Er lebt als Lehrer, Montessori-Pädagoge, Fotograf und Autor in Innsbruck. Er hat dort vor 19 Jahren eine Montessori-Schule gegründet und seit einem Jahr leitet er sie auch. Vor gut 20 Jahren ist Gernot Candolini mit dem Labyrinth als altem Symbol vieler Kulturen in Berührung gekommen und die Botschaft dieses Symbols hat ihn bis heute nicht mehr losgelassen. Gernot Candolini hat bisher 9 Bücher zum Labyrinth geschrieben mit Titeln wie Im Labyrinth sich selbst entdecken oder Labyrinth Wege der Erkenntnis und der Liebe oder Lebenswenden wagen, die Botschaft des Labyrinths oder das geheimnisvolle Labyrinth Mythos und Geschichte eines Menschheitssymbols. Gernot Candolini schreibt nicht nur Bücher, sondern er entwirft und erbaut Labyrinthe und er organisiert besondere Labyrinthreisen, darunter auch zum berühmten Labyrinth der Kathedrale von Chartres. Und er hat mehr als 2000 Fotos von Labyrinthen aus aller Welt gemacht. Auf seiner Homepage www.labyrinthe.at findet man viel Interessantes und Kostbares über das Labyrinth. Ich bin froh, dass wir diesen ausgewiesenen Kenner des Labyrinths gewinnen konnten, um die Botschaft von einem der faszinierendsten Ursymbole der Menschheit uns heute Abend näher zu bringen. Ich bin gewiss, der Vortrag wird unser Wissen fürs Leben bereichern. Lieber Herr Candolini, ganz herzlich willkommen. Ja, einen schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Labyrinthe ziehen Kreise durch unser Leben. Und für mich ist auch immer schön, nach Feldkirch zu kommen. Da ist mein Großvater aufgewachsen, ist aber schon lange nach Tirol gezogen. Und es gibt aber dann doch immer wieder so interessante Verbindungen. Und ich freue mich, heute auch hier zu sein und Sie ein bisschen mit hineinzunehmen in die Reise, in die Welt der Labyrinthe. Und Ihnen da etwas zu zeigen. Ich habe für den heutigen Abend 2 Teile. Auf der einen Seite nehme ich Sie mit in die Kulturgeschichte des Labyrinths und in die Bedeutung des Labyrinths und zeige Ihnen Bilder von Labyrinthen aus der ganzen Welt. Und dann habe ich noch so einen kleinen Videofilm, der eher so auf besinnliche Art mit Musik und Bildern das Labyrinth zeigt. Den zeige ich meistens am Ende des Vortrags. Heute drehe ich das einmal um. Ich möchte Sie gleich zu Beginn ein bisschen verzaubern und in diese Welt eintauchen lassen und möchte Ihnen zu Beginn diesen Film zeigen und dann Ihnen mehr über die Labyrinthe erzählen. Thank you.
Und wie das mit Symbolen oft so ist, sie haben eine besondere Eigenart. Man kann das nie ganz genau ergründen, man kann das nie ganz genau wissen, man kann immer wieder auch ein bisschen herumdenken, herumspekulieren und sich das eine oder andere herausfinden, Berichte hören, aber so wie der Mensch ein Symbol verwendet, so ist es dann auch richtig und stimmig. Und ich habe schon so viele Labyrinthplätze gesehen inzwischen und so viele Verwendungen erlebt und jede einzelne davon hat ihren Platz und ist richtig. Kleine Kinder gehen das Labyrinth immer in aller Geduld den ganzen Weg ab, größere springen quer darüber. Noch größere gehen dann wieder hinein, machen wir gern zu zweit oder zu dritt. Dann manche gehen gar nicht so gern hinein, weil sie sich irgendwie denken, ich weiß nicht, ob das nicht zu lange dauert oder was da passiert. Und Frauen gehen öfter hinein als wie Männer. Also es gibt so ein paar Besonderheiten, die aber immer wieder ausdrücken, dass gerade das Leben eben auch sich so spiegelt wie in diesem Moment. Und Symbole haben diese wunderbare Eigenart, dass sie auch etwas spiegeln, was in dieser Zeit wichtig ist, was in der Zeit Bedeutung hat und was es bedeutet. Das Labyrinth ist ein Bild für den Lebensweg des Menschen. Wir sind alle unterwegs auf einer Reise durch die Zeit, von ihren Anfängen bis zu ihrem Ende. Und wie der Herr Köpp schon gesagt hat, diese Reise ist kein gerader Weg, sondern der verläuft mit vielen Wendungen. Mit vielen Veränderungen, geht manchmal in die eine Richtung, manchmal in die andere, manchmal nähert er sich dem Ziel mehr, manchmal kommt er vom Ziel weg. Und trotzdem ist es ein Voranschreiten, ein Suchen nach einer Mitte, nach etwas, das sich wie eine Mitte anfühlt, wo es eine Ausgeglichenheit gibt, wo es eine Balance gibt. Und wer dann manchmal im Leben auch so einen Ort erreicht, wo sich das so anfühlt, der macht dann auch noch eine interessante Entdeckung, nämlich dass diese Mitte nicht das Ziel der Reise ist, sondern dass nach dem Erreichen der Mitte noch eine zweite Reise kommt, nämlich die aus dem Labyrinth wieder heraus. Wenn man sich mit Symbolen beschäftigt, dann kommt man oft auf ganz einfache Dinge drauf, die aber dann doch durchaus faszinierend sind. Eines, was mir gut gefällt, ist, eines der bekanntesten Symbole ist das Kreuz. Und das Kreuz ist nicht deswegen das christliche Symbol, weil das ein römisches Hinrichtungsinstrument war, sondern weil der Bauplan des Menschen ein Kreuz ist. Wir sind als Kreuz gebaut, wir sind ein Kreuz, wir haben ein unten, ein oben, ein links und ein rechts, so stehen wir in der Welt. Und überall dort, wo das Kreuz auch als Symbol zum Ausdruck kommt, da kommt zum Ausdruck der Mensch. Wir sind der Mensch. Und auch bei diesem Kreuz gibt es ein paar Varianten natürlich. Also da oben auf dem Berg, da ist das Kloster der Kreuzschwestern und ihr Kreuz, das Kreuz der Kreuzschwestern, ist zum Beispiel ein gleichschenkliges Kreuz. Auch vielleicht unbewusst, um auszudrücken, dass man eben nicht eine Seite überbetonen will gegenüber der anderen. Die Bodenständigkeit, die Spiritualität, die linke Seite, die Herzseite, die rechte Seite, die Seite der Tat. Also auch unser Körper, auch links und rechts, oben und unten, das hat alles eine Bedeutung. Geht ja hinein bis zu politischen Anschauungen, linke Anschauungen, rechte Anschauungen. Wenn man arbeitet, merkt man immer, dass man zur Mitte rückt und dass man alles braucht, das linke und das rechte, das oben und das unten. Das Symbol für die Welt ist das Viereck oder das Quadrat. Die Welt wird ganz einfach symbolisiert als einfachstes Symbol durch ein Quadrat, weil die Welt auch in diesen Vierer-Rhythmus aufgeteilt ist, die vier Himmelsrichtungen, die vier Jahreszeiten. Also immer wieder begegnet uns in der Welt die Vier und das Kreuz in der Vier ist der Mensch in der Welt. Mit so einem einfachen Zeichen drückt man aus, wir als Menschen in der Welt. Und aus diesem Zeichen heraus entwickelt sich das Labyrinth, in dem man nun den Menschen mit der Welt verbindet. Aber nicht damit verbindet, indem man da eine direkte Linie zieht, sondern indem man das geschwungen miteinander verbindet.
das Labyrinth. Und damit ist auch ein Stück weit klar geworden, sozusagen, was das Labyrinth eben ausdrückt. Wir in der Welt sind unterwegs auf einem Weg durch das Leben. Das Labyrinth ist ein Ausdruck davon. Ich bitte jetzt, auf den Computer umzuschalten, damit ich da, genau. Es ist genau diese Form, die ursprünglich als das Labyrinth bezeichnet wurde. Aus dieser Konstruktion heraus ergibt sich eine Begrenzung, die sieben Wege darstellt, die um die Mitte kreisen in abwechselnder Reihenfolge. Und den Weg durch dieses Labyrinth, den man kreuzungsfrei, ohne Sackgassen, ohne Abzweigungen durchgehen kann, das nennt man auch den Ariadne-Faden, das nimmt Bezug auf eine berühmte Geschichte, die im Labyrinth spielt. Und wenn man jetzt noch einmal mitschaut, wie der Weg durch das Labyrinth geht, man geht zuerst so einen halb hinein, dann hinaus einen Bogen, noch einmal hinaus, kommt wieder fast bis zum Eingang und dann erst ganz nach innen, wo man wieder geschwungen hin und her gehend dem Weg folgend, aber dann auch ganz automatisch zur Mitte kommt. Die ganz alten Labyrinthe, die man findet, sind meistens Felsritzungen oder Abbildungen auf Tonscherben. Felsritzungen kann man praktisch nicht datieren oder ganz schwer, während Tonscherben kann man sehr gut datieren. Diese Tonscherbe ist ungefähr 2000 vor Christus in Syrien bemalt worden mit dem Labyrinth, da weiß man dann ungefähr, wie alt dieses Symbol auf jeden Fall sein muss. Es gibt auch griechische Silbermünzen, die das Labyrinth-Symbol zeigen und dann eben diese berühmte Geschichte von Theseus und dem Minotaurus, die in einem Labyrinth spielt und alle, wirklich alle, ohne eine einzige Ausnahme, alle alten Darstellungen dieser Geschichte zeigen Labyrinthe, die nur einen Weg haben. Es gibt manchmal ein bisschen Varianten von dem Labyrinth. Hier sieht man zum Beispiel eine römische Variante, die ein bisschen komplizierter ist, ein römisches Bodenmosaik, aber auch dieses Mosaik hat nur einen einzigen Weg, der zur Mitte führt. Da ergeben sich natürlich ganz automatisch ein paar Fragen, interessanterweise Fragen, die auch schon griechische Schriftsteller gestellt haben, zum Beispiel die Frage, wozu braucht Theseus denn eigentlich einen Faden, wenn er doch in einem Labyrinth ist? Weil die Vorstellung, dass das Labyrinth ein Ort ist, an dem man tatsächlich eingeschlossen ist oder in einem Höhlen- oder Irrgangssystem, das ist eine Vorstellung, die kommt aus dem 16. Jahrhundert, vorher gibt es die nicht. Sondern das Labyrinth ist immer ebenerdig, immer flach und die Geschichte spielt an so einem Ort. Wir sind manchmal in unserer Zeit oder von unserer Bildung so ein bisschen wortbedeutungslastig erzogen worden. Wir lesen immer genau die Worte und schauen, ist das richtig, was da steht? Man hat ein bisschen verlernt, so zwischen den Zeilen zu lesen. Aber die Wahrheit, die steckt oft viel mehr zwischen den Zeilen als in den Zeilen. Und etwas, was scheinbar wie ein Märchen ist, hat oft so eine ganz tiefe Wahrheit. Ich bin übrigens auch ein großer Freund geworden von den Märchen, auch von den Grimmschen Märchen, weil wenn man da mal anfängt, so mit diesem Blick zwischen die Zeilen zu schauen, da entdeckt man ganz großartige Sachen, die man so in der Geschichte selbst gar nicht sieht. Wenn wir beim Theseus-Mythos bleiben, kann man mal auch die Frage stellen, sozusagen, was ist der Minotaurus? Und der Minotaurus ist etwas, was jeder kennt, denn es gibt ihn in jeder Kultur. Manchmal ist er ein bisschen anders als wie ein Stiermensch. In der Alpenkultur ist meistens die Ziege das Tier, mit dem der Mensch gemischt wird, um etwas darzustellen, was uns unheimlich ist, was uns bedrohlich ist, den Teufel.
In skandinavischen Kulturen gibt es oft die Mischung zwischen Wolf und Mensch. Und in der deutschen Sprache gibt es eine Mischung, die etwas Besonderes ist, gibt es in den meisten anderen Sprachen nicht, nämlich eine Mischung aus zwei Tieren, um das auszudrücken, um was es beim Minotaurus geht. Im Deutschen gibt es den Schweinehund. Und da weiß ja jeder natürlich sofort, wo der ist. Ja, brauchen wir nicht lange suchen, wir tragen ihn alle mit. Es ist etwas, was in uns ist, so wie auch der Minotaurus etwas ist, was nicht außen ist. Es ist für jeden Biologen ja sowieso klar, dass es das nicht geben kann. Das ist ein Märchen, ein biologisches, aber eine spirituelle tiefe Wahrheit. Denn es gibt in uns etwas, das auch animalisch ist, das bedrohlich ist, mit dem wir kämpfen müssen, mit dem wir ringen müssen und mit dem wir uns immer wieder auch wie ein Held, Theseus, der sich aufmacht, um das Monster anzuschauen und es zu besiegen, so gehen wir auch manchmal in uns, um uns auch mit diesen Kräften auseinanderzusetzen. Theseus ist ein klassisch griechischer Held, der tapfer drauf losmarschiert, der bekommt, wenn wie alle, die tapfer drauf losmarschieren, auch die entsprechende Hilfe von einer Frau, die gibt ihm Schwert und Faden und er geht in das Labyrinth, besiegt den Minotaurus. Ja, aber warum braucht er jetzt den Faden? Ja, auch da könnte es sein, dass man der Antwort besser auf die Spur kommt, wenn man die Frage nur ein bisschen anders stellt. Vielleicht braucht er nicht den Faden, um aus dem Labyrinth herauszufinden, sondern überhaupt, um aus dem Labyrinth hinauszugehen. Denn es gibt schon so etwas wie eine Neigung dazu, dass man im Leben von Kampfplatz zu Kampfplatz zieht, von Monster zu Monster, von Ungeheuer zu Ungeheuer, versucht in der Welt etwas besser zu machen, als es vorher war, oder auch bei sich etwas besser zu machen als vorher. Heute nennt man das nicht mehr Heldentat, das moderne Wort für Heldentat ist Projekt. Es braucht immer wieder einmal diesen Faden, der uns zurückzieht zu anderen Dingen, die auch wesentlich sind, die auch zum Leben dazugehören und nicht nur die Kämpfe, die zu kämpfen sind. Was passiert, wenn Theseus dem Faden folgt? Er kommt zurück zu Ariadne und was machen sie als nächstes? Sie feiern ein großes Fest, ein Hochzeitsfest, es wird ein Tanzplatz erschaffen. Und das ist auch etwas Interessantes in dieser Geschichte. In allen griechischen Erzählungen kommt das Labyrinth zweimal vor. Einmal eben als Ort der Auseinandersetzung mit dem Minotaurus und ein zweites Mal als Tanzplatz. Denn es heißt, Theseus und Ariadne tanzten den Geranos, den Granichtanz, indem sie die Linien des Labyrinths nachtanzten. Das ist jetzt ein Teil der Geschichte, den man irgendwie aus der Schulzeit jetzt nicht so präsent hat wie den Minotaurus oder vielleicht hat man es gar nicht gehört oder hat man es überhört. Und das ist auch so ein interessanter Teil, ich sage mal, einer Bildungskultur oder einer Bildungsgeschichte oder auch einer Kulturgeschichte, dass manchmal zu bestimmten Zeiten, gar nicht einmal absichtlich, glaube ich, gewisse Teile von Geschichten einfach unter den Tisch fallen, weil sie nicht wichtig sind oder weil man sie nicht für wichtig hält oder warum auch immer. Ich lade Sie ein, heute Abend noch oder morgen das Märchenbuch der Gebrüder Grimm herauszuziehen und das Rotkäppchen noch einmal zu lesen, und zwar das ganze Rotkäppchen. Da werden Sie erstaunt sein, denn in allen Grimmschen Märchenbüchern stehen zwei Teile. Kennen tun die meisten nur den ersten Teil. Weil im ersten Teil geht es darum, was passiert, wenn die Großmutter krank ist. Im zweiten Teil geht es darum, was passiert, wenn die Großmutter gesund ist. Denn der zweite Teil beginnt so und das Rotkäppchen ging wieder einmal zur Großmutter. Und wieder einmal folgte ihr ein Wolf. Jetzt ist aber die Großmutter gesund und jetzt macht die Großmutter einen Plan mit dem Rotkäppchen, wie man den Wolf besiegt, und die zwei Frauen besiegen den Wolf. Ganz ohne Jäger. Habt ihr nicht gewusst? Steht in euren Märchenbüchern drinnen. Es gibt ein paar Schulversionen aus dem 20. Jahrhundert, wo der zweite Teil fehlt. In allen Originalmärchenbüchern steht das drin.
Aber das ist nicht für wichtig gehalten worden, dass sozusagen die Kraft und die Energie der Großmütter oft ausreicht, um mit den Wölfen, die uns im Leben begegnen, fertig zu werden. Und so auch ist dieser Teil des Labyrinths vielleicht ein wenig in Vergessenheit geraten, als Tanzplatz des Lebens, als Ort, wo auch gefeiert wird, wo auch das Leben genossen wird. Eben etwas, was auch dazugehört zum Leben. Und es wird uns, und ich sage mal besonders den Männern, in ihrem Leben immer mal der Ariadnefaden gereicht, um sie herauszuziehen von ihren Kämpfen und sie wach werden zu lassen für Dinge, die im Leben auch noch wichtig sind. So ein Tanzplatz ist leicht zu erschaffen, wenn man diese Zeichenmethode kennt, die ich gerade gezeichnet habe. Dann geht das natürlich auch mit einem Stecken im Sand. Und in 5 Minuten ist das Labyrinth fertig und schon hat man so ein Strandlabyrinth am Meer. In der Kulturgeschichte gibt es jetzt etwas Besonderes, nämlich dass das Christentum von Anbeginn an das Labyrinth in seinen Symbolschatz aufgenommen hat. Das ist ein Labyrinth aus einer der ältesten erhaltenen Steinkirchen der Welt, 357 in Algier eingeweiht, die Reparatus-Basilika, und im Eingangsbereich der Basilika dieses Bodenlabyrinth eingelassen als Mosaik. In der Mitte so ein relativ eigenwilliges Spruchspiel, es Sancta Ecclesia, Sancta Ecclesia. In alle Richtungen kann man da Sancta Ecclesia lesen. Wenn man in der von der Mitte angekommen dem Ariadnefaden zurückfolgt, dann entwickelt sich die heilige Kirche in allen möglichen Richtungen. Es wurde quasi Theseus gesehen als ein archetypischer Vorläufer für Christus, der uns auch am Ariadnefaden herauszieht aus dem Labyrinth und das Ungeheuer auch für uns besiegt. Das ist ja sozusagen ein Wesen des Christentums, dass es sagt, du kannst mit deinem Schweinehund ja kämpfen, so viel du willst. Aber in Wirklichkeit den Sieg davon macht ein anderer für dich, das musst du gar nicht selber machen. Und so hat im frühen, jetzt kann man es vielleicht noch ein bisschen besser lesen, Sancta Ecclesia. In frühen Handschriften findet man immer wieder Darstellungen, jetzt wiederum des klassischen, des alten Labyrinths. Vor allem darum, wenn es um Geschichten geht, wo es um eine Umkehr geht, um einen Neuanfang, den man auch durchaus manchmal so als etwas bezeichnen kann, so ein Eintritt in den Weg aus dem Labyrinth heraus, aus den Kämpfen. Der Zachäus hat zuerst sein ganzes Leben darum gekämpft, dass er viel verdient. Und dann hat er den Großen alles erreicht, was er erreichen konnte. Dann hat er gemerkt, es gibt im Leben noch was anderes, was wichtig ist. Und dann sagt Jesus, komm runter. Und das Erste, was Jesus sagt, gehen wir gut essen. Das gehört auch zur Liebe dazu und zu diesem Weg, der ja auch als der Liebesweg dann bezeichnet wird, aus dem Labyrinth heraus, ist der Weg der Liebe in das Labyrinth hinein, der Weg des Kampfes oder des Helden oder der Auseinandersetzung oder der Erkenntnis auch. Und auf dem Weg zur Liebe, da geht es auch um so Dinge wie gut zu essen. Die Mönche des Mittelalters haben sich sehr mit dem Labyrinth auseinandergesetzt, haben auch an der Konstruktion gearbeitet, haben da herumprobiert und sie haben eines gemacht, sie haben das Kreuz auch über das ganze Labyrinth drüber gelegt, sodass das nicht mehr nur da unten ist, sondern das ganze Labyrinth durchzieht, haben die Umgänge, die Zahl der Umgänge erhöht auf 11. Das sind also Dinge, die uns heute fast fremd sind, aber früher hat sich jeder Architekt oder jeder, der sich mit diesen Dingen auseinandergesetzt hat, auch irrsinnig mit Zahlensymbolik auseinandergesetzt. Alles, was gebaut wurde, hat natürlich zahlensymbolisch richtig sein müssen. Und 11 ist eine ganz wichtige Zahl, um etwas auszudrücken. Die göttliche Ordnung ist die 10. Alles, was sauber geordnet werden muss, wird nach der 10 geordnet.
12 ist auch eine ganz wichtige Ordnung. 12 ist der vollkommene Kreis der Monate, der Kreis der Stunden. Also da geht es immer um diesen vollkommenen, da geht es immer um einen Zyklus, da geht es immer um etwas, was sich auch so in einem Kreis bewegt, oder auch die vollkommene Gemeinschaft, die 12 Apostel. Die vollkommene Gemeinschaft erreicht der Mensch nicht, die Ordnung übertritt er, also ist die Zahl des Menschen die 11. Und die Unglückszahl 13 bedeutet nichts anderes, als dass man aus dem vollkommenen Kreis herausfällt. Deswegen ist 13 das Unglück. Weil Unglück hat man nicht deswegen, weil irgendwas am Kopf fällt, sondern wenn man aus der Gemeinschaft herausfällt, dann hat man Unglück. Solange man in der Gemeinschaft drinnen ist, hat man kein Unglück. Und 11 ist die Zahl sozusagen des Weges des Menschen. Und deswegen wurden viele Labyrinthe dann in dieser Zeit mit der Umgangszahl 11 versehen. Die ältesten dieser Labyrinthe stammen aus dem 11., 12. Jahrhundert, wurden an Kirchenportalen angebracht, dass man da einfach hingehen konnte und einmal mit dem Finger durchfahren. Und dann in der Gotik, im Aufblühen der Gotik, diese besonderen Kathedrallabyrinthe. In allen Kathedralen in Frankreich wurden diese Bodenlabyrinthe eingebaut. Gleich einmal nach dem Eingang, also man kommt durch das Eingangstür hinein und so, das Erste, was einem in der Kirche begegnet, ist das Labyrinth. Quasi wie eine Einladung, es zu begehen, nachzudenken, anzukommen, einzukehren. Einmal mit sich selber und den eigenen Gedanken ein bisschen ins Reine zu kommen. Denn wenn man so ein Labyrinth begeht, das ist irgendwie wie ein feiner, kurzer Spaziergang. Oder anders gesagt, eine Pilgerfahrt im Kleinformat. Das kann ja nicht jeder nach Santiago, aber so ein Labyrinth begehen dauert 10 Minuten und trotzdem ist das sowas wie ein inneres Einkehren. Wurde auch als der Bauch der Kathedrale bezeichnet, der Nabel der Kathedrale. Der Bauch hat ja auch die wichtige Funktion in unserem Körper, dass er nimmt alles oder er muss alles nehmen quasi, aber er hat die Gabe zu unterscheiden zwischen dem, was dem Leben dient und was dem Leben nicht dient. Was dem Leben dient, wird aufgenommen, was dem Leben nicht dient, wird ausgeschieden. Manchmal können wir ihn ein bisschen überlisten, aber im Grunde genommen macht er seine Aufgabe ganz großartig. Und diese Arbeit müssen wir auch im Kopf machen. Wir müssen ja auch, allein wenn man Fernsehen schaut, muss man ja ständig ein bisschen auch sortieren, was nehmen wir auf, was lassen wir durch. Und das ist auch seine innere Arbeit. Und wenn man so ein Labyrinth begeht, dann geht man sozusagen auch seiner Arbeit innerlich nach. Man kommt an, wendet seine Emotionen und ist dann bereit, über das Labyrinth hinaus weiterzugehen. Ich reise jedes Jahr 2-3 Mal zur Kathedrale von Chartres. Ich wollte zuerst nur 1-2 Mal hinfahren und dann hat es mich aber gepackt und nicht mehr losgelassen. Es ist auch so ein Virus wie das Labyrinth ein bisschen. Wenn einen das einmal erfasst hat, dann bleibt man irgendwie da dran hängen. Weil einfach diese Kathedrale so durchdacht ist und eine so tolle Bildersprache und Symbolsprache hat, dass man da ewig nachdenken kann und immer wieder was Neues entdeckt, was da zwischen den Zeilen geschrieben ist. Ich kann Ihnen nur 2-3 Dinge sagen, aber da spüren Sie vielleicht schon sozusagen, was da auch für eine Faszination drinnen ist. Eine Sache ist, dass die gotischen Baumeister über dem Labyrinth den Spitzbogen nicht mit einem Schlussstein verschlossen haben, sondern mit einem Ring. Damit man vielleicht 1 oder 2 Mal im Leben über die holzernen Treppen da hinauf ins Dach steigen kann, um durch den Ring nach unten zu schauen. Weil, wenn man so im Labyrinth drinnen ist und da geht, so schön das auch sein mag als Spaziergang, so hat man doch manchmal das Gefühl, wo führt mich denn das hin? Und warum ist das alles so lang? Und warum ist das so mühsam? Man hat im Leben oft so ein bisschen seine Grundstimmung, dass alles ein bisschen schwerer ist, als man sich's wünscht. Und alles ein bisschen schwieriger, wie man sich's wünscht, und alles ein bisschen länger, wie man sich's wünscht. Man hat so ein bisschen, also vielleicht auch eine österreichische Besonderheit, dieser leise Grant, der so ein bisschen so mitschwingt in vielen Dingen. Aber vielleicht, wenn man einmal das Ganze überblickt und das Ganze in seiner ganzen Schönheit sieht, dann sieht man auch, wie schön das Ganze sein mag.
Und das ist der Blick durch diesen Stein oder durch diesen Ring hindurch von oben, wo das, dieser Lebensweg dann auf einmal zum Leuchten anfängt, wie ein goldenes Medaillon und einfach auch in seinem Gesamten diese Schönheit ausstrahlt. Und das ist ja ein Stück weit auch die Hoffnung unseres Lebens, dass wir am Ende unserer Reise sagen können, ja, das war schwierig und das war auch schwierig und das war schön und der Urlaub war schön und das Gespräch war schön, aber das war wieder sehr schwierig und das war sehr schwierig. Aber als Ganzes können wir sagen, schön war's. Danke. Meine Mutter, deren Weg vor einer Woche auf dieser Erde zu Ende gegangen ist, das waren eine ihrer letzten Worte, danke für alles. Und wenn man das am Schluss sagen kann, dann hat man sein Labyrinth auch schön überblickt. Wie gesagt, in vielen gotischen Kathedralen, die dann erbaut wurden, war das Labyrinth Teil der Ausstattung. Hier die Kathedrale von Saint-Quentin, hier die Kathedrale von Amiens. Und was auch interessant ist, ist, dass auf diesen Labyrinthen 300 Jahre lang getanzt wurde. Das waren auch Tanzplätze. Also das Labyrinth zu betanzen hat immer Tradition gehabt. Das hat man immer gewusst, dass das auch ein Ort des Tanzes ist. Das hat den Bischofstanz gegeben zu Ostern. Der Bischof ist im feierlichen Dreischritt durch das Labyrinth getanzt mit einmaligem Aufstampfen. Und die Priester haben um das Labyrinth herum einen Reigentanz aufgeführt. Je nachdem, in welcher Diözese man wohnt, kann man sich das halt mehr oder weniger gut vorstellen. Aber es ist eine gute katholische oder eine gute menschliche Tradition, dass man das Leben auch manchmal in einen Tanzplatz verwandelt und dass man dem auch Ausdruck gibt, dass das Leben nicht nur beschwerlich und andächtig ist, sondern einfach auch leicht und fröhlich. Und dann auch wieder, so wenn man den Bogen der Geschichte spannt, ist auch interessant, dass eben von 1200 bis 1500 dieser Tanztradition war und dann im 18. Jahrhundert, gegen Ende des 18. Jahrhunderts, mehrere Labyrinthe aus den Kathedralen herausgerissen wurden. Und in zwei Kirchenbüchern steht der Grund und da steht drinnen, weil das Herumlaufen der Kinder stört. Jetzt, wenn Kinder ein Labyrinth sehen, dann laufen sie hinein. Immer. Wir haben es immer schon gemacht. Machen es heute auch. Warum stört es jetzt auf einmal? Was hat sich da verändert, dass das zu stören beginnt? Oder in der Kathedrale von Chartres ist das Labyrinth meistens mit Stühlen verstellt. Nicht, dass da jemand sitzen will, sondern einfach, damit die Leute da nicht so komisch an dem Labyrinth herumlaufen. Dann habe ich mal gesagt, ja, die laufen ja nicht komisch herum, die beten ja. Und dann gesagt, ja, da vorne gibt es ein reserviertes Areal für Beter, das ist da mit dem Zaun abgegrenzt und ja. Also es ist, wir merken manchmal, dass wir so ein Stück weit noch in einer Zeit leben, die an manchen Stellen auch sehr verkrampft ist oder auch altmodisch oder wie auch immer. Also wir meinen oft, wir sind so ganz modern, aber an manchen Stellen wird vielleicht die nächste oder übernächste Generation sagen, mein Gott, waren die steif. Das Labyrinth zieht dann so seine Spuren durch die Geschichte. Es sehen Leute diese Kirchenlabyrinthe, tragen das weiter. Es gibt in England die Tradition, dann Rasenlabyrinthe auszustechen, oft neben Kirchen, weil in die Kirchen war zu wenig Platz. Da ist nicht so viel Platz wie in einer Kathedrale natürlich. Aber dann einfach auch am Fairground, also am Marktplatz, also am Stadtplatz, hat man dann auch Labyrinthe gebaut und hat es auch für Tanzfeste verwendet. Und diese Tradition war auch in ganz Deutschland verbreitet. Also in Deutschland gibt es 30 alte Labyrinthplätze und 3 alte Labyrinthe, die sich erhalten haben. Das ist eines in der Nähe von Leipzig. Das haben schwedische Soldaten im Dreißigjährigen Krieg gebaut. Also so alt sind die Dinge und die Dorfjugend hat es dann weiter erhalten. Und dann haben sie jedes Jahr da ihren Frühlingstanz getanzt
Und so sind diese Labyrinthe geblieben. Oder hier eines in der Nähe von Hannover. Und da sieht man ein Foto aus der Zwischenkriegszeit, wo das Labyrinth noch betanzt wurde, in Kaufbeuren, das ist gar nicht so weit weg. Und hier, nachdem das Labyrinth eine Zeit lang verschwunden war in Kaufbeuren, wurde es im Jahr 2002 wieder errichtet und wird seither wieder einmal im Jahr beim Tänzelfest in Kaufbeuren von einer Hundertschaft von Tänzern betanzt. Labyrinthe verbreiten sich in Skandinavien sehr. Da gibt es noch viele alte Labyrinthe, auch in Kirchen als Deckenfresko oder manchmal mit Steinen ausgelegt an den Küsten. Das sind jetzt sogar noch mehr Umgänge. Das kann man einfach, indem man diese Designmethode ein bisschen erweitert, da kann man so viele Umgänge dazu tun, so viel man will. Und es gibt ein bisschen so die Überlegung, warum gerade die Schweden so große Labyrinthe gebaut haben. Aber ich denke mir einfach, wenn so ein Boot mit 20 Wikingern 3 Tage im Nebel festsitzt, was tun denn die den ganzen Tag? Kein Computer, kein gar nichts. Denen war Fahrt und dann haben sie einfach riesige Labyrinthe gelegt und haben da drinnen auch Laufspiele veranstaltet. Einer rennt von innen heraus, einer von außen herein und wer schneller ist, hat gewonnen. Also das Labyrinth hat auch diese Funktion, dass es einfach ein Spielplatz ist und dass man damit einfach auch sein Vergnügen haben kann. Es macht aber noch eine Reise in den Osten. Es gibt Labyrinthe auch in Moscheen in Pakistan und es gibt Labyrinthe in Indien, Indonesien bis Amerika. Die Gonzaga in Mantua waren eine Fürstenfamilie, die das Labyrinth als Familienwappen verwendet haben und die einfach also sich mit dem Symbol auseinandergesetzt haben, das gern verwendet haben. Es gibt eine schöne Labyrinthdecke und in ihren Gartenbüchern, in den Gartenbüchern der Gonzaga findet man den ersten Irrgarten. Da gibt's wirklich, kann man wirklich historisch schauen, wo gibt's den ersten Irrgarten, findet ihn um 1560 in einem Gartenbuch der Gonzaga von Mantua. Und von dort verbreitet sich dann so quasi fast diese höfische Mode, dass man auch zur Freizeitbeschäftigung, Belustigung bei einem Schloss so einen Irrgarten bauen kann. Anfangs noch, die Ältesten haben noch so eine kirchenähnliche Struktur, wie es in den Kirchen gebaut worden ist. Und dann lösen sich die Formen immer mehr auf und es gibt dann ganz große Anlagen, wo man dann tatsächlich sozusagen auf einmal auf der einen Seite die hohe Wand hat, die Hecke, und auf der anderen Seite Wege, in denen man sich tatsächlich verirren kann. Ein ganz tolles Beispiel ist der Irrgarten in Schönbrunn. Der besteht nämlich aus 3 Teilen, auch historisch aus 3 Teilen, nämlich einem Irrgarten, einem Labyrinth mit einem Weg und einer Spirale. So wurde das damals 1810 oder was gezeichnet und so ist es dann auch wieder errichtet worden. Und der Irrgarten hat natürlich ein ganz ein bisschen ein anderes Gefühl, der hat eine andere Stimmung. Da ist ein bisschen was dabei, wo man sich so das Gefühl hat, ich weiß nicht, ob ich geschickt genug bin, mich immer richtig zu entscheiden. Und was passiert, wenn ich mich zu oft falsch entscheide, wenn ich zu deppert bin, so irgendwie, da komme ich vielleicht nicht mehr raus. Weil an der Stelle gibt es natürlich jetzt die Frage, gehe ich falsch oder gehe ich richtig? Und wenn ich falsch gehe, habe ich mir es eigentlich umsonst gemacht. Ich hätte ja gleich richtig gehen können. Und jetzt wird es nochmal ganz interessant, weil jetzt sind wir mitten in der aktuellen Bildungsdiskussion. Was müssen wir im Augenblick ändern oder wo haben wir alle das Gefühl, das geht so nicht mehr weiter, das können wir nicht so machen? Weil unsere Kultur ja auch sehr darauf aufgebaut war, den Kindern zu sagen, ihr müsst nur schauen, dass ihr alle Fehler vermeidet. Nur ja, keine Fehler machen. Wir machen es von Anfang an so, wir lassen euch was lernen und dann kommen wir mit dem Rotstift und schauen, wo die Fehler sind, zack, 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 und dann zählen wir die. Und so bewerten wir es und dann schauen wir, dass wir irgendwie
da auf möglichst wenig Fehler kommen und daraus ergibt sich dann euer Wert. Natürlich hat sich da schon viel geändert, dass man sagt, ah, jetzt schauen wir auf den Inhalt auch und vielleicht war das ein kreativer Lösungsweg in der Mathematik, der zwar nirgendwo hingeführt hat, aber immerhin. Aber im Grunde genommen ist es relativ beinhart aufgebaut auf einer Fehlerkultur und auf einer Fehlervermeidungskultur. Ich bin auch in der Bildungsdiskussion ziemlich an der Front. Ich habe an der Universität Innsbruck den Lehrauftrag für Reformpädagogik und kriege da natürlich mit, was da im Augenblick alles läuft. Das ist ja ganz spannend, was da alles in Bewegung ist. Aber einer der bekannten PISA-Professoren hat es aus meiner Sicht einmal sehr wunderbar auf den Punkt gebracht, auf die Frage aus dem Publikum, warum eigentlich Österreich und Deutschland mit so einem tollen Bildungssystem beim PISA-Test so schlecht abschneidet, hat er geantwortet, na, weil die so blöd gefragt haben. Die haben ja tatsächlich eben nicht gefragt, wie gut kannst du das wiederholen, was du zuerst gesagt hast, sondern hast du verstanden, was du liest? War auf einmal die neue Frage. Und sozusagen, wenn wir die Kinder trainieren, es ist wurscht, ob du das verstehst oder nicht, das interessiert uns gar nicht. Hauptsache, wir haben am Schluss ein Ergebnis, das gut ausschaut. Daraus ergibt sich ja dann auch etwas, was ganz interessant ist. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht zu weit in diese Bildungsschiene hineinkomme, aber ihr merkt schon, das ist so ein Thema, wo es mir auch unter den Fingern brennt. Ist ja auch interessant, weil man immer sagt, ja, die Schule zieht zum Leben oder lehrt fürs Leben. Und da habe ich schon an manchen Stellen festgestellt, dass sie an manchen Stellen also ganz konträr arbeitet zu dem, was ich dann später im Leben brauche. Eine Stelle ist zum Beispiel, wenn ich heute irgendwo mich nicht auskenne, dann ist es meine Pflicht und es verlangt jeder Arbeitgeber von mir, dass ich mir jemanden suche, der die Kompetenz hat, die mir fehlt und mir das Wissen von ihm hole. In der Schule nennt man das aber Schwindeln. Also wisst ihr zum Beispiel, dass im österreichischen Lehrplan durchaus vorgesehen ist, dass man Schularbeiten als Team schreiben darf? Also der österreichische Lehrplan ist super. Ja? Das wissen nur die wenigsten Lehrer, dass da auch viele Dinge möglich sind, an die man gar nicht denkt. Also warum nicht eine Schularbeit als Team schreiben und dann ein gemeinsames Ergebnis abgeben und die kriegen alle die gleichen Noten. Also ihr seht schon, also da sind ganz interessante Dinge drinnen. Aber im Prinzip kann es durchaus sein, dass die Schule ein bisschen so aufgebaut ist wie ein Irrgarten. Deswegen sagen ja auch Schüler, die mal ein bisschen weiter sind, nicht mehr, was kann ich hier lernen, sondern sie sagen, wie komme ich da durch? Denn das ist die Frage im Irrgarten. Wie komme ich da durch? Und das ist natürlich auch viel mit Angst verbunden, manchmal auch mit Scham, wenn ich mich schlecht orientieren kann, wenn ich zu oft wiederhole, zu viel Fehler mache. Zu langsam bin. Ich bin ja ein Paradebeispiel. Ich bin in der Deutschmatura noch durchgefallen und wurde bei der Verabschiedung vom Direktor mit dem Satz verabschiedet: Candolini, aus dir wird schon noch was, wenn du nur ja nie was schreibst. Ich war halt einfach, keine Ahnung, Legastheniker ist ja wurscht was oder Spätentwickler, keine Ahnung. Ich habe das alles erst mit 25 kapiert und was die von mir wollten, habe ich nie kapiert. Und deswegen gefällt mir auch dieses Bild viel besser. Dieses Unterwegssein, diese Art von Unterwegssein, auf einmal nicht mehr allein, auf einmal mit zusammen, auf einem Weg, das ist nicht leichter. Ganz bestimmt nicht ist es in einem Labyrinth leichter, die Mitte zu finden, als in einem Irrgarten. Es gibt genauso viele Möglichkeiten, es nicht zu schaffen. Und es gibt auch da an dieser Stelle die Frage, oh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch will, ob ich noch weiter tue. Aber das Labyrinth stellt nicht die Frage, gehst du falsch oder gehst du richtig, sondern es stellt die Frage, gehst du oder gehst du nicht. Da geht es Rückenstärkung, da geht es darum, wie komme ich um eine Wendung, wenn das Leben so nicht weitergeht, als wie es bisher verlaufen ist. Ich komme auf einmal an eine Stelle, wo ich mir denke, so, ja, was passiert, wenn man an so eine Stelle kommt, normalerweise? Man kommt und es geht einfach nicht mehr so weiter, wie es bisher gegangen ist. Die erste Frage, die sich der jetzige Mensch stellt, ist, was habe ich denn falsch gemacht?
dass ich in so eine Situation komme. Es geht immer um die Frage, ja, bin ich jetzt schuld an irgendwas? Dabei ist es ganz normal, dass das Leben manchmal an Wendepunkte kommt, wo das Leben einfach sagt, nein, aus, jetzt bist du lang genug in die Richtung unterwegs gewesen, jetzt kommt was Neues. Das Leben, also ich sage auch immer nicht, mir gefällt der Satz nicht so gut, Gott schreibt auch auf krummen Wegen gerade, sondern mir gefällt die Umkehrung, Gott schreibt auch auf geraden Wegen geschwungen. Viel besser, weil wo gehen wir hin, was ist unser Ziel, was haben wir vor? Und dann, ja, es ist aber auch nicht alles, das Ziel erreichen, sondern es kommt dann eben wieder ein Weg. Man sieht sich, nicht so wie in einem Irrgarten, wo man so ganz auf sich allein geworfen wird. Man sieht sich, man sieht zwar auch nicht wirklich genau, wie es da drinnen geht, aber man weiß, man kann das einmal probieren, man kann sich darauf einlassen. Oh, ist das schön, wie sich die anschauen. Also mir gefällt das Foto so gut von den zwei Eltern, wie sie da ihr, oder die ganze Familie eigentlich, wie sie da auf dieses Kind hinschaut. Ich sehe dich, begleite dich mit meinen Augen auf deinem Weg. Ist auch ein Schauen, es war ein Zufall, es war nicht gewollt. So ein bisschen Männer- und Frauenthema. Ja, das ist das Labyrinth der Zürcher Labyrinthfrauen. Die haben so ein ganz tolles Projekt im Zürcher Innenhof einer Kaserne gemacht, in dem sie gesagt haben, wir machen eine Schrebergartenrevolution. 100 Menschen bekommen einen Meter Garten ganz aneinander gemeinsam. Nicht mehr mit Zäunen getrennt, sondern in einem Labyrinth, jeder darf pflanzen, was er will. Und sie sagen, es ist ein fantastischer Ort der Begegnung daraus geworden. Da begegnet man sich. Also diese Abgrenzung weg und einander begegnen in einem Labyrinth. Wenn Sie mal nach Zürich fahren, ist nur 10 Minuten vom Bahnhof weg zu Fuß, im Innenhof Kaserne. Ja, das finde ich auch spannend. In Berlin-Marzahn gibt es ein Projekt Gärten der Welt. Da gibt es einen buddhistischen Garten, einen chinesischen Garten, einen japanischen, muslimischen Garten. Das ist der europäische Garten. Ein Irrgarten und ein Labyrinth. Gegenübergestellt, in Spannung. Ja, so, das passt schon. Also wir sind ja oft einmal in einem Irrgarten gefühlt drinnen oder stellen uns manchmal die Frage auch im Leben, ja, gibt es nicht wirklich auch die Möglichkeit, einmal falsch zu gehen? Also es ist schon auch der Irrgarten von seiner Symbolik etwas, was ein bisschen zum Nachdenken bringen kann. Und auf der anderen Seite so das Labyrinth, das einen Weg hat, dass man einfach nur gehen muss, um da zur Mitte zu finden. Dazu ein Zitat, was mir sehr gut gefällt. Der Narr und der Weise machen gleich viele Fehler. Der Weise macht nur immer neue. Ja, das war irgendwie auch ein bisschen das, was ich schon angesprochen habe. Also man muss sich auch auf etwas einlassen. Einen Weg zu gehen bedeutet immer auch, sich auf den Weg einzulassen. Wenn man immer an der gleichen Stelle bleibt, dann hat man vielleicht einen Standpunkt, aber ein Standpunkt ist ja auch nur ein Punkt. Lieber bin ich unterwegs in einem Universum, so, das ein bisschen eine Weite und eine Größe hat. Manchmal brauchen wir schon auch Hilfe, dass uns jemand mitnimmt und sagt, komm rein. Und manchmal traut man sich halt dann doch nicht. Es ist nicht unser Schulhof, aber ein Schulhof, wo ein Labyrinth gepflastert ist. Und das ist einfach ein schöner Ort der Begegnung. Wir machen es aber an unserer Schule auch. Immer zu Schulanfang wird ein Labyrinth im Schulgarten im Rasen ausgemäht. Alle Neuen werden begrüßt im Labyrinth und jeder sieht jeden. Ich kann mich noch an eine Hochzeit erinnern, wo zufällig vor dem Hochzeitssaal ein Labyrinth war und ich mit dem Brautpaar und der Hochzeitsgesellschaft dann da durchmarschiert bin und die Reaktion der Leute anschließend war, sind ein paar zu mir gekommen, haben alle im Grunde das Gleiche gesagt, haben gesagt, es war jetzt die erste Hochzeit, wo ich alle gesehen habe.
Und genau das passiert in einem Labyrinth, wenn man miteinander durchgeht, man begegnet sich immer wieder, man kommt einander immer wieder entgegen, jeder sieht jeden. Und insofern ist das Labyrinth ein Symbol, was uns ein bisschen so auf eine andere Reise schickt, auf eine innere Reise, auf eine besinnliche Reise. Und es mag auch einer der Gründe sein, warum in den letzten Jahren, auch vor allem in den deutschsprachigen Ländern, aber durchaus auch weltweit, so ein Labyrinth-Boom entstanden ist. Also im deutschsprachigen Raum wurden in den letzten 25 Jahren über 1000 Labyrinthplätze errichtet oder Labyrinthe gebaut, also die dokumentiert sind. Es waren viele Klöster, die da die Initiative gehabt haben. Orden sind ganz interessante Orte, stelle ich immer wieder fest. Da gibt es sehr moderne Menschen drin, die sind immer am Puls der Zeit, denken nach vorne, was braucht die Zeit in 10, 20 Jahren. Aber auch Pfarrergemeinden, Frauengruppen, manchmal Schulen, manchmal auch Krankenhäuser, wo Labyrinthe gebaut werden. Das ist bei den Benediktinern in Damme, die Waldkathedrale, wie sie es nennen, wo dieses Waldlabyrinth gebaut wurde. 7 Leute, 7 Tage, 40 Tonnen Steine, herrlich. Das war eine 72-Stunden-Aktion. Das ist eine Aktion von Ö3 zusammen mit Schulen und Jugendlichen, wo Jugendliche für 72 Stunden ehrenamtlich an einem Projekt arbeiten. Und das war das Projekt Labyrinthbau an dem Gymnasium in Münster-Schwarzach. Und das war das Ergebnis. Fällt mir immer, wenn ich das Bild sehe, fällt mir eine nette Anekdote ein aus diesem Projekt, weil am ersten Tag haben wir den Platz vorbereiten müssen, es war eine alte Obststreuwiese, wo eigentlich die Bäume alle schon kaputt waren, und ich habe gesagt, als erstes müssen wir die Bäume wegtun. Und jetzt sind dann eine Gruppe von Jugendlichen gekommen und gesagt, na, also das Bäume wegtun, das wollen sie überhaupt nicht. Dann habe ich gesagt, bitte geht hin zu den Bäumen, redet mit jedem. Die haben möglicherweise auch ihre Zeit erfüllt und die sind bereit, dass man sie in was anderes verwandelt. Bäume sind da manchmal sehr großzügig und man kann mit ihnen auch einmal was anderes machen. Und dann sind sie gegangen und kommen nach einer Stunde wieder zurück und haben gesagt, ja, also es passt, wir können die Bäume wegtun, nur die Nora will bleiben. Und das ist die Nora. Die hat dann da ihr Namensschild bekommen, die Nora, das hängt heute noch, das ist 10 Jahre her. Und die Nora gibt es auch heute noch. Ja, oder das war ein Projekt auch mit einer 72-Stunden-Aktion. Mit 50 Kindern haben wir dieses Labyrinth bei einer Klinik gebaut. Aber Labyrinthe kann man einfach auch ganz einfach machen mit einem Besen. Jetzt in dieser Jahreszeit, wenn ein Baum beim ersten Frost seine Laubpracht fallen lässt, so ist dieses Labyrinth entstanden. Oder wenn man einfach einen Holzstoß abräumt einmal, muss man halt vorher fragen. Lässt sich das sehr einfach und unkompliziert und ohne viel Kraftaufwand in ein Labyrinth verwandeln. Oder mit Tüchern ausgelegt. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, gerade in unseren Breiten, das mit in den Schnee hineinzutreten. Das geht ganz einfach. Also wenn man es so schön machen will wie auf diesem Bild, muss man natürlich eine Schnur mitnehmen, damit man da einen Radius zusammenbekommt. Aber man springt halt dann in die Mitte hinein, so über eine gewisse... Das muss man sich halt vorher ein bisschen ausrechnen, wo man da hineintritt, damit man nichts kaputt macht. Und dann von der Mitte aus braucht man einen zweiten, der in der Mitte steht. Und dann mit der Schnur kann man diese Kreise ziehen.
Ja, die Mitte, das ist, alte Labyrinthe haben oft eine ganz kleine Mitte, also wenn man heute Labyrinthe baut, dann merkt man immer wieder, dass das Bedürfnis da ist, auch die Mitte ein bisschen größer zu machen, damit man da hineinsteigen kann, das auch ein Stück weit wahrnehmen kann, diesen Ort. Wie fühlt sich die Mitte an? Wie fühlt sich das an, wenn man mal in Balance gekommen ist? Auch interessant, ja, wo ist unsere Mitte? Also die ist da ja auch unter dem Brustbein irgendwo. Und es tut gut, da mal aufzuatmen, mal durchzuatmen, sich selbst zu begegnen, auch im Dialog zu treten, einfach zu merken, dass man im Dialog ist, mit sich selbst, aber auch mit Gott. Und da so ein Labyrinth schafft immer wieder auch eine Insel der Einkehr. Aber ich bin selber immer wieder fasziniert, was Labyrinthe alles vermögen. Dieses Labyrinth ist gebaut worden in der Jugendstrafanstalt Gerasdorf, der größten Jugendstrafanstalt Österreichs. Wir sind ein glückliches Land, insofern, dass wir eine der niedrigsten Raten an eingesperrten Jugendstraftätern haben, nämlich nur 200 unter 18, die eingesperrt sind. Eben in diesem Jugendgefängnis in Gerasdorf sind die meisten in einem sehr modernen Strafvollzug. Und dort hat der Gefängnisseelsorger die Idee gehabt, ein Labyrinth zu bauen, und das wurde dann auch mit 8 Straftätern gebaut. Das sind alles natürlich sehr schwere Jungs, die da drinnen sind. Und es wurde dann auch eine Diplomarbeit verfasst über die Verwendung des Labyrinths und mit Interviews von den Insassen. Und das durchaus war so, dass sie sagen, das ist der einzige Ort, wo sie auch für sich zum Nachdenken kommen. Und gerade für Jugendstraftäter oder für Straftäter im Allgemeinen ist Selbstreflexion was ganz was Schwieriges. Also es ist ganz schwierig, sich da mit sich selber auseinanderzusetzen, und das Labyrinth kann das aber teilweise, und sie sagen, da kann man wirklich einmal nachdenken. Und da hat er auch vorne hingeschrieben, ein Schild, jeder Schritt ist ein Sieg, um ihnen einfach auch den Mut zu machen, dass mit jedem Schritt, den sie weiterkommen, sie auch in ihrem Leben einen Schritt weiterkommen. Ein sehr schönes Projekt war auch das Labyrinth im Landeskrankenhaus Salzburg. Da gibt es eine schöne große Wiese vor der Kirche, und da ist auch die Idee entstanden, auch von der Klinikseelsorge her, dieses Labyrinth anzulegen. Linke Seite die Geburtenstation, rechte Seite die Onkologie. Der Gedanke war also, in der Krebsstation sind am ehesten auch Patienten, die länger da sind, auch wenn sie zwischen einzelnen Behandlungen spazieren gehen können. Normalerweise, wenn man im Krankenhaus ist, sobald man gehen kann, geht man wieder heim. Aber das sind so ein bisschen auch Patienten, die auch einmal im Gelände spazieren gehen. Und nach 3 Jahren gab es eine Untersuchung, welche Menschen das Labyrinth verwenden. Und das Ergebnis war durchaus interessant. Die Patienten sind nämlich nur an 3. Stelle gelandet. Die an 1. Stelle verwenden es Angehörige. Leute, die besuchen und dann selber noch ein bisschen Zeit brauchen zum Nachdenken und das selber gerne nochmal durchgehen, weil sie sind ja auch betroffene Angehörige, die über Dinge nachdenken, wo sie nicht einen Arzt haben, mit dem sie das bereden können, sondern mit sich selber diesen Prozess durchgehen, und die schätzen das Labyrinth besonders. Und die 2. Personengruppe, die es verwendet, sind die Angestellten. Es gibt sogar einen Arzt, der vor jeder Operation durchs Labyrinth geht mit seiner Hauptschwester, und die gehen immer zu zweit, die nimmt er immer mit, um sich einzustimmen auf das gemeinsame Arbeiten. Oder auch Firmenfeiern, Geburtstage, Verabschiedungen, das findet dann im Labyrinth statt. Ja, das Foto habe ich jetzt auch nochmal hineingetan in den Vortrag, weil Sie vielleicht die Frage stellen wollen, wo das ist. Das ist in Namibia, in Afrika. Und einfach die Idee gewesen von einem Farmer-Ehepaar, ein Labyrinth auf ihrem Grundstück bauen zu wollen, haben 2 Jahre lang diese weißen Steine gesammelt
und dann in einer längeren Aktion mit Freunden und Nachbarn da dieses Labyrinth ins Nirgendwo hineingelegt und einen ganz besonders magischen, mystischen Ort auch damit geschaffen. Das ist etwas, was mich zurzeit sehr beschäftigt, und da möchte ich Sie auch teilhaben lassen an dieser Idee oder an diesem Projekt. In Dornbirn gibt es die Messe Gloria. Und da war ich vor 15 Jahren einmal, und ich habe da auch ein Labyrinth ausgelegt gehabt, und mein Nachbar war ein Olivenholzschnitzer aus Bethlehem. Und er hat Krippenfiguren dort angeboten, und am Ende von der Messe haben wir ausgetauscht. Er hat mir zwei Figuren geschenkt und ich habe ihm so eine Labyrinth-Holzkugelbahn geschenkt. Und hat er gesagt, das stellt er jetzt in Bethlehem in die Auslage, und in die Mitte schreibt er hinein Peace. Und das war so damals der Auslöser, dass man gedacht habe, ja, das Labyrinth ist ja auch ein schönes Symbol für den langen Weg zum Frieden. Auch zum Frieden Schritt für Schritt, jeder Schritt ein Sieg, 1000 Schritte. 1000 mal 1000 Schritte, 70 mal 70 mal vergeben. Also es ist, die Hoffnung liegt ja oft auch in der Beständigkeit oder in der Geduld, oder dass man sich nicht von jedem Rückschlag, auch wenn es da unten so eine Situation ist, wo man denkt, also wie viele Rückschläge denn noch, oder gibt es nicht wenigstens einmal irgendwas, was ein Hoffnungsschimmer ist. Und dann war aber der Gedanke, dass es eigentlich schön wäre, in einer palästinensischen Schule in Israel oder in Palästina ein Labyrinth zu bauen, um einfach den jungen Menschen auch diese Ermutigung mit auf den Weg zu gehen, auch wenn der Weg zum Frieden lang ist, es lohnt sich, ihn zu gehen. Und über viele Jahre später, also erst vor 3 Jahren, ist dann der Kontakt zu Micha Kakur und seiner größten palästinensischen Schule, die es in Israel gibt, mit 4500 Kindern, entstanden, und die Idee entstand, am Schulareal ein Friedenslabyrinth zu bauen. Das ist der Bauplan, die Mauern stehen schon, das soll auch diese Situation darstellen, halb eingeschlossen und doch offen, und in der Mitte das Labyrinth. Voriges Jahr hätte das Labyrinth verlegt werden sollen, ist dann aufgrund des Gaza-Krieges auf nächstes Jahr verschoben worden. Da fahren 10 Jugendliche aus Innsbruck hinunter, und gemeinsam mit 10 Jugendlichen aus Palästina baut man gemeinsam das Friedenslabyrinth. Aber die HTL in Hallein hat schon den Mittelstein geschnitten, und in einem Schulprojekt haben sie da diese Granitplatten geschnitten, die Mittelblüte, und in 6 verschiedenen Sprachen das Wort Frieden eingraviert. Und dieser Stein, der ist schon unten in Ibelin und wartet dort auf seine Verlegung. Und ich bitte Sie, dieses Projekt mit guten Gedanken auch zu begleiten. Ja, diese Mitte, in der so vieles ist, wir selbst, hier ein Labyrinth mit einem Spiegel in der Mitte, in dem man hineinschauen kann, Auseinandersetzung, Erkenntnis, Gottesbegegnung, Frieden, Beziehung, Liebe. Kein Weg dorthin ist zu lang. Das Labyrinth eine Einladung, uns immer wieder auf den Weg zu machen, den Wendungen zu vertrauen, keine Angst zu haben, wenn das Leben sich ändert, sich nicht zu sorgen, wenn es schwierig wird, das ist ganz normal, es geht uns allen gleich. Jeden auf ein wenig eine andere Art und Weise. Jeder hat seine eigene Geschichte. Der eine hat mehr dieses Thema, der andere mehr ein anderes. Aber wir sind alle unterwegs in unseren Labyrinthen, in unseren Wendungen, und stellen dann doch immer wieder mal fest, wie überraschend ähnlich es uns geht und wie überraschend ähnlich das Leben sich oft entfaltet, und können uns dadurch auch immer wieder Mut machen, uns unterstützen, uns segnen und mit Symbolen wie dem Labyrinth auch Orte finden, wo man dem nachspüren kann. Ich sage immer, das Labyrinth selbst hat nichts Magisches, aber unsere Seele ist magisch. Wir sind ja Mystiker, Mystikerinnen in uns.
Und das Labyrinth schafft einen Ort, wo das auch zur Entfaltung kommen kann, wo das auch herauskommen kann und einen Raum und einen Ort findet, wo es erklingen kann. Sich manchmal dann auch zu begegnen, miteinander zu reden, miteinander das Leben zu teilen. Das lässt uns immer wieder das Licht aufscheinen auf unserem Weg und uns immer wieder auch die Hoffnung geben, so wie es am Ende von dem kleinen Film zu lesen war, möge der Weg gelingen. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen das auch allen, möge der Weg gelingen. Vielen Dank.